Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3, dem besten Echtzeit-Strategiespiel aller Zeiten. Ich bin Aram und ja, heute habe ich mich mal wieder für ein 1 vs 1 entschieden, spiele Undead und bekomme es mit einem Ork zu tun. Wir spielen auf der Map Turtle Rock. Und ja, ihr seht's, ich entscheide mich für eine Fiend-Build-Order. Zuerst die Gruft und den Friedhof. Als nächstes ein Ziggurat, dann den Altar. Und ja, auf dieser Map ist es natürlich wichtig, die Shops frei zu creepen, wegen der Vision, die man dann dort hat. Werde ich euch nachher zeigen. Und ja, ansonsten gegen einen Ork erstmal Mass Fiends. Ich werde trotzdem den... Ne, ich spiele den Death Knight wahrscheinlich first. Naja, ein bisschen Zeit zum Entscheiden habe ich ja noch. Ja, werde dann durchtechen und wahrscheinlich ein paar Frosties dazu spielen. Aber erstmal gucken, wie das Spiel so läuft. Ob dieser Ork sehr aggressiv spielt oder eher passiv und auch creepen wird. Gut wäre es natürlich, wenn ich keine Close Position zu ihm habe. Das heißt, wenn er... ja, an der Mine über mir wäre. Das wäre nicht so nice. Ich hoffe, er ist irgendwo gegenüber. Weit, weit weg. Im Early hat der Ork ja... ja, ist stärker, würde ich sagen, als der Undead im Early. Und somit werde ich versuchen, ihm erstmal aus dem Weg zu gehen. Meine Helden auf ein hohes Level zu creepen. Und dann nehme ich auch gerne den Fight. Jetzt den Altar. Und... sobald das Gold gleich reicht, kann ich die erste Fiend beschwören. Ja, zwei Ghule erstmal nur im Holz. Das reicht für einen Anfang. Es ist mehr Gold. Man kann auch drei machen, aber dann dauert es halt länger, bis man die erste Fiend bekommt. Und ich spiele den Death Knight, wie ich ja, die Beschwörung ja schon angedeutet habe. Als Second Hero wahrscheinlich den Lich. Und ich glaube, auf dieser Map werde ich auch sogar noch einen dritten Helden spielen. Und dann nehme ich dann den Gruftlord. Jut, jut. Erste Fiend da. Jetzt die zweite. Und wir sehen's, Gegner spielt den Phasier. Hat den ersten Wolf zum Scouten hergeschickt. Weiß jetzt also, wo meine Base ist. Und ich pumpe wirklich eine ganze Menge Fiends. Der Pakt ist Death Knight jetzt da. Natürlich die Skelett-Zauberstäbe mitnehmen. Ersten Skelette beschwören. Und dann starten wir den ersten Creep-Spot. So, Death Knight läuft hinten rum. Beim Phasier brauche ich ja nicht so die Angst zu haben, dass er mir den Creep hier klaut. Anders würde ich die Schildkröte jetzt wahrscheinlich mit der Deathcoil finishen. Meine Geduld ist erschöpft. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der Gegner den Blade Master auf keinen Fall spielt. Wir verlangen weiteres Holz. Ein bisschen Holz noch. Das ist halt, wenn man nur zwei Ghule im Holz hat, dauert das halt eine Sekunde länger. Ist aber nicht schlimm. Später muss man auf jeden Fall noch mindestens einen dritten Ghoul ins Holz hauen. Sonst bekommt man da echte Probleme. Jetzt kann ich schon in den Tag. Level 2. Da wird die Aura geskillt. Meine Geduld ist erschöpft. Erstes Skelett schicke ich mal runter. Mal gucken, ob er den Shop schon am Freikreepen ist. Nein. Hier ist noch alles da. Und das ist halt auf dieser Map, möchte ich behaupten, der wichtigste Creep-Spot überhaupt. Genau wie der natürlich gegenüberliegend. Denn wenn man diesen blauen Oger, der sich hier befindet, killt, der da jetzt rausgelaufen kommt, erhält man, ja, Vision auf diesem Punkt. Nächsten Skelette beschwört. Beschworen. Ich glaube, so ist richtig. Okay. Fiend natürlich hochheilen. Weiteres Ziggurat musste ich natürlich beschwören. Und ihr seht's, jetzt befindet sich hier ein Auge. Und ich sehe halt sehr schön, wenn der Gegner hier durchläuft. Meine Rache gehört euch. Leider keine Skelett-Zauberstäbe mehr dabei. Foliant der Beweglichkeit nehmen wir natürlich auch noch gerne.
Und Level 3. Skill ich die Level 2 Death Coil. Auf in den Kampf. Meine Rache. Und immer schön euch weiter Fiends pumpen. Errichtet mehr Ziggurat. Ja, Ziggurat habe ich ein bisschen zu spät beschworen. Ihr habt gerufen. Mantel der Intelligenz lege ich hier mal ab. Für mein meine Licht. Geduld ist erschöpft. Jetzt gehe ich hier rüber zum grünen Creep-Spot und anschließend bewege ich mich zum anderen Shop. No. Oh Mist. Boah, kriege ich nicht mal mehr geheilt. Ah, da bin ich immer aber richtig doof in den Weg gelaufen. Zweite Fiend gestorben. Fiends sollte man eigentlich nicht so einfach verlieren. Zumal die auch ganz schön teuer sind. Wie ihr befehlt. Das war jetzt richtig ärgerlich. Ich bin die Dunkelheit. Was treibt er sich denn da rum? Ihr habt gerufen. Für den Lichtkönig. Okay, das macht die Sache jetzt nicht einfacher. Ausbau abgeschlossen. Tech ist aber durch, somit kann ich den Licht beschwören. Meine Rache gehört euch. Wir verlangen weiteres Holz. Ja, und wie ich meinte, jetzt nach dem Tag erstmal ein paar Gule ins Holz. Ja, Meister. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Meine Geduld. Er hat dann nochmal einen Wolf hochgeschickt zum Scouten. Meine Rache gehört euch. Ja, jetzt ist seine Armee natürlich wirklich stärker als meine. Durch die zwei Fiends, die ich hier verloren habe. Versuche ich hier runtergehen zu gehen. Da habe ich ja schön Vision. Da oben befindet sich die Orc Base. Sieht man jetzt sehr schön auf der Karte. Gucken wir mal. Ein Beastery. So, mein Skelett kloppt da fröhlich drauf rum. Und somit hoffe ich, dass er nicht hier unten ist. Wir verlangen weiteres Holz. Reicht auch noch nicht. So, und weiter creepen. Egal wie sehr man unter Druck ist oder was auch immer, man darf nicht die ganze Zeit in der Base stehen bleiben. Wird der Gegner natürlich immer stärker und man selbst braucht halt auch dringendst Erfahrung. Ich bin die Dunkelheit. Das ist eigentlich, ja, Taktik, Gold und Erfahrung für die Helden natürlich. Bestimmen hier, wer das Spiel letztendlich gewinnt. Meine Rache gehört euch. So, ein Licht mit ins Team nehmen, den Creepspot hier freimachen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und gleich die erste Statue. Meine Geduld ist erschöpft. Forschung abgeschlossen. Ihr habt das Inventar ist voll. Nochmal Reif des Adels. Schönes Item für den Death Knight. So, da hauen wir nochmal ein bisschen drauf ein mit der Skelette. Irritiert den Gegner. Er muss natürlich jedes Mal gucken, ob ich da mit der ganzen Armee angreife oder was auch immer. Außerdem kann ich so ganz gut scouten, was er treibt. Wie ihr befehlt. Errichtet mehr Ziggurats. Ich glaube, er macht da gerade die Mine frei. Statue schicke ich jetzt nicht runter. Ja, da ist er ein bisschen... Man hat es gesehen auf der Karte. Ein Stückchen hinter mir. Aber ich mache jetzt mal den Go. Versuche ihm ein Gebäude einzureißen. Und dann werde ich mich rausporten hier. Euch stets zu Diensten. Trefft eure Wahl. Ihr habt gerufen. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. So, den kann er. Na, erwische ich den. Raider, ja, der sollte eigentlich fallen. Meine Geduld ist erschöpft. Der müsste gestorben sein. Man hat sehr schön hier den Schuss von der einen Fiend gesehen, wie der hinterhergegangen ist. Und ich gehe weiter auf Tier 3. Ihr habt gerufen. Hab dem Gegner zwei Peons, glaube ich, gekillt. Dazu den Shop zerstört. Und wenn er auch noch den Raider verloren hat, dann hat sich das richtig gelohnt. Meine Rache gehört euch. So, und jetzt werde ich versuchen, gleich mal hier oben den roten Creep-Spot freizumachen. Ich bin die Dunkelheit. Und dann in nicht allzu ferner Zeit mehr dort die Expansion aufbauen. Aber erstmal, was ich meinte, dieser ganz wichtige Creep-Spot. Ihr habt gerufen. Hat er noch nicht gemacht. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also der ist wirklich mega wichtig. Leitet mich. Ungläubige haben unsere Mist. Oh, Doppelmist.
Das ist richtig, Misty Kaki. Ausgerechnet jetzt greift er an. Ich ziehe die Gule erstmal ein bisschen zurück. Boah, jagt er mir einen bösen Kettenblitz rein. Der hat wehgetan. Aber ich will da jetzt nicht porten. Gleich mal ein paar neue Gule. So, mit dem Ghoul gehe ich flitzen. Hier fangen wir mal die erste Vibe ab. Meine Rache gehört euch. Endlich. Ich habe mich der Sohle verschworen. Euer Befehl, mein Schicksal ist. So, das Ziggurat hochheilen, dass ich das nicht verliere nach Möglichkeit. Und jetzt muss er rausporten. Hat mir jetzt natürlich auch ein bisschen was gekillt hier, ein paar Ghule. Aber da gibt es Schlimmeres. So, den habe ich retten können. Ich beuge mich bei eurem Willen. Ja, wieder in die Mine. Ja, nur noch. Doch, alle fünf Akolyten überlebt. Das ist natürlich richtig geil. So, Level 2 für den Lich. Jetzt den Creepspot hier. Ausbau abgeschlossen. Tag auf Tier 3 ist durch. Es ist mehr Gold. Brech die Fiends nochmal ab. Und den dritten Helden. Ich bin die Dunkelheit. Ghoul-Raserei erforschen. Alleine. Ja, erhöht auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, die sammeln dann auch schneller Holz. Wie ihr befehlt. Sind dann richtig fix unterwegs. Was ist los? Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auf Tier 3 ist. Und wenn man die dann mit in den Kampf zieht, natürlich auch. Auf in den Kampf. Euer Befehl. So, gleich mal den Boden verseuchen. Akolyten rüberschicken. Ich bin die Dunkelheit. Er musste eben ja auch 350 Gold investieren. Ihr habt gerufen. Für sein TP. Dann nehmen wir mal ein offensives Upgrade für die Fiends. Und der dritte Held am Start, der Groove Lord. Das skill ich mal zuerst die Käfer. Oh. Sitzt hier so ein bisschen fest. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Meine Rache gehört euch. Und da kommt er. Ja, zum Glück habe ich die Echse hier noch nicht hochgezogen. Level 3 für den Lich. Vielleicht mal ein paar Skelette beschwören. Ja, mal gucken. Seine Armee, glaube ich, ein bisschen größer. Meine Geduld ist erschöpft. Aber immer schön der Fokus hier. Einmal die Nova und dann eine Death Coil. Oh, Licht nochmal voll heilen. Krieg ich die Fiend gerettet? Nee. Meine Rache gehört bei. Forschung abgeschlossen. Statue zurückziehen. Oh, jetzt eigentlich nur noch meine beiden Helden. Eine Fiend hier. Jetzt kommt der dritte Held. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Den Grunt habe ich nochmal erwischt. Er splittet seine Armee zu stark. Da kommt die erste Kodo. Ich bin die Dunkelheit. Und schon mal zwei Käfer beschworen. Das ist natürlich immer richtig geil. Und er hat nichts zum Dispellen dabei. Coil und TC fällt. Das ist jetzt richtig gut. Hat er nochmal eine Fiend eingenetzt. Kriege ich aber auch noch geheilt. Ja, liebe Zuschauer, hier heute mal wieder der Micro-Gott am Werk. Jawohl. Kampf eindeutig gewonnen und das, ja, mit, ich würde doch behaupten, der schwächeren Armee. So, die konnte ich auch noch retten, die Statue auch noch. Ja, warum will die hier nicht raus? Gut, gut. Haben wir so viel Gold übrig, da baue ich hier nochmal eine neue Nekropole. Die sechs Käfer am Start. Meiner Macht gleich. Endlich. Und weiter creepen. Doch, das war ein schöner Fight. Ich beuge mich eurem Willen. Definitiv.
Opfergrube beschwören, damit ich dann auch gleich schön auf Frosties gehen kann. Euer Befehl, Meister. Und was natürlich richtig wichtig war, da eben, dass der TC gestorben ist. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das war richtig gut. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Großer Mana-Trank. Und Level 2 für den Gruftlord. Ich bin die Dunkelheit. Da kommen Papeons. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na, will er mich tauern? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und meine Zuschauer. Ich unter mich eurem Willen. Bitte das Liken nicht vergessen, ist ganz, ganz wichtig für einen YouTuber. Also über jedes Like mehr freue ich mich sehr und es bringt mich halt immer weiter nach vorne. Also haut mir ordentlich Likes rein, auch Kommentare, alles super wichtig. Und ja, dann macht mir das Video machen auch doppelt so viel Spaß. Ich meine auch so eine geile Runde, das macht einfach Spaß. Aber das motiviert halt nochmal zusätzlich. So, boah, diese Nova hier, die ist schon böse. Aber hier gibt es dann, wenn ich nicht irre, gleich so ein Foliant der Heilung. Und somit ist das relativ egal. Ich darf dann nur keine Einheiten verlieren. Zack, da fällt er. Foliant der Intelligenz, nämlich mit dem Licht. Bisschen heiser bin ich. Und das ist die Kodo-Aura. Level 4 bereits für den Licht. Die Verdammten stehen bereit. Ihr habt gerufen. Na gut, diese Armee hier, die sieht natürlich im Moment noch ganz schön winzig aus, muss man sagen. Ah, ja, da versucht er zu tauern. Alles klar. Ich wünsche nur zu dienen. Die Verdammten stehen bereit. Forschung abgeschlossen. Ist wohl so ein kleiner Taker hier, gegen den ich spiele, wa? Aber gut, dass ich das gesehen habe. Wie ihr befehlt. Und was macht man da? Man geht auf Gegenangriff über. Die Verdammten stehen bereit. Er greift schließlich meine Expansion an. Hat ein paar Batrider dabei, ja, damit ich nicht repairen kann. Ich greife hingegen seine Mainbase an. Und wir wissen natürlich, was wichtiger ist. Wo soll mein Blut vergossen werden? Erstmal die ganzen Burrows zerstören. Oh, die Fiend muss ich jetzt natürlich erstmal wieder zurückschicken. Zack, Sammelpunkt hier setzen. Dass er mir die dann nicht abfangen kann. Ihr habt gerufen. Ich habe mich nach Sol verschworen. Ich bin die Dunkelheit. Komm, komm, komm. Euer Befehl. Nova rein. Verteidigung gestürmt. Beiner Sol. Ich diene dem Frostthron. Dann nutzen wir gleich mal den Mana-Trank. Ah, da sind die ersten Batrider zurückgekommen. Und der geht halt wirklich weiter auf meine Echse. Kann er machen. Aber liebe Zuschauer, ich würde euch empfehlen, gerade zumal hier zwei Ziggurats am Ballern sind, bei sowas lieber zurückporten. Mainbase ist wichtiger als die Expansion. Er verliert hier seine ganzen Burrows. Das sieht richtig gut für mich aus. So, da kriege ich nochmal eine Coil. Meine Geduld ist erschöpft. Und das letzte Burrow zerstört. Er hat keine Burrows hier mehr. Erste Wurm auch da. Und jetzt fokussen wir natürlich mal seine Main Base. Level up nochmal für den Gruftlord. Na gut, er denkt sich mal, oh, da hat er getrauert. Er denkt sich wahrscheinlich auch, oh, die Hauptgoldmine ist eh bald leer. Oder er hat kein TP dabei. Das kann natürlich auch sein. Wäre natürlich ein Mega-Fehler. Ohne Town Portal sollte man niemals die Gegnerbase angreifen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Jedenfalls nicht, wenn man nicht weiß, wo sich der Gegner befindet. So, da hat er keine Echse. Schick den Käfer hier mal rum. Da hat er eine Echse. Tötet sie alle.
Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Forschung merkt mein Schicksal. So, ich baue da hinten einfach eine neue auf. Und jetzt porte ich zurück. Das Gebäude auch noch erwischt. So. Nächsten Käfer direkt beschworen, deswegen auch instant neben den Friedhof geportet. Erste Kodo da easy gefallen. Der TC ist zwar hinten drin. Haben wir nochmal eine Nova. Deathcoil auf den Gruftlord. Ihr sitzt, er ist super schnell wieder hochgeheilt. Jetzt sind sie around auf den Phasier. Phasier fällt, Gegner geht raus. Runde gewonnen. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar, wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo. Oder wenn ihr ganz große Fans seid, würde ich mich auch riesig über eine Kanalmitgliedschaft freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.